Früher war der Krampus ja bloß der Begleiter des heiligen Nikolaus. Heute stehlen die Teufel dem guten Mann fast die Show. Mit Feuer und Lärm laufen die verkleideten Gestalten durchs Dorf und erschrecken Passanten. Mit kunstvoll gestalteten, selbstgebauten Wagen ziehen sie dann alle Blicke auf sich, wie etwa in Aldein im Unterland, wo das ganze Dorf beim Krampuslauf auf den Beinen ist. Martina Juda hat sich furchtlos in die feurige Show gestürzt und diesen Bericht mitgebracht. Die Feuershow ist der Höhepunkt des Krampuslaufes in Aldein. Die Teufel, ob groß oder klein, haben ihren Auftritt lange vorbereitet und freuen sich. Ich gehe heuer das erste Mal als Krampus und freue mich schon vor einem Monat. Wir gehen allen voraus und den großen Krampus können hin und her gehen und da bis jetzt an die Leute zu. Wir haben einen großen Spaß. Und das ist irgendwie die Gemeinschaft im Dorf, nicht? Wo sich wir Jugendliche oder ein bisschen älter treffen und den Krampuslauf veranstalten, wie das halt schon in den alpenländischen Raum die Preis gewesen sein. Nicht? Seit 5 Jahren wird in Aldein der Krampusumzug mit viel Feuer und Lärm inszeniert. Die sogenannten Gorzenkrampusse folgen uralten, vergessenen Traditionen und das mit regionalem Bezug. Wir haben ihn zum Namen aufgrund von der Gurz, das ist einer von den schlimmsten Stellen in der Blätterbachschlucht drin. Genau. Da sind ganz früher sind da auch schon Stollen gewesen, Knoni. Und anfangs haben wir eben das Motto hergenommen, haben uns die Wagen nachgebaut von den Stollen und so ist das alles entstanden. Die vielen Schaulustigen haben ihre Unterhaltung. Richtig Angst hat vor den Teufeln hier niemand. Angst hat man eigentlich nicht, weil sie sind voll nett oder halt, ja, so schlimm sind sie mal zu mir nicht. Aber schwarz wird man. Ja, halt schon. Und damit das Böse nicht Überhand bekommt, geht auch der Nikolaus mit. Logisch, seine Krampus so wie ein Angst einflößend, wenn es finster ist, wenn rach ist, wenn er Licht ist, wenn er Lärm ist. Aber aus dem Grund ist auch der Nikolaus dabei, dass das alles ein bisschen nicht ganz ausartet und da ein bisschen im Rahmen bleibt, einfach für die kleinsten Fans auch etwas dabei ist, weil die Dezember sonst ein bisschen in den Hintergrund kommen. Wie in alten Zeiten sollen die braven Kinder ein kleines Geschenk bekommen. Und die Schlimmen soll der Teufel holen. Dass alles nur Show ist, ist sowieso klar. Auf alle Fälle eine winterliche Unterhaltung fürs ganze Dorf.